Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Mephisto 976 roten Couch. Ich begrüße jetzt zu Gast Petra Hammesfarm. Sie ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Bisher hat sie 34 Romane veröffentlicht. Die Schuldlosen ist ihr aktueller Roman. Und auch hier geht es um zwielichtige Gestalten und den ein oder anderen Mordfall. Und es geht auch um einen Mörder, der vorzeitig aus der Haft entlassen wurde und in sein rheinisches Heimatdorf, den Ort des Verbrechens, zurückkehrt. Ja, ich begrüße auf der roten Couch Petra Hammesfarm. Hallo. Hallo. Frau Hammesfarm, eine Frage, die natürlich viele Leute interessiert, die Sie aber bestimmt vielleicht auch nicht mehr hören können. Ich stelle sie Ihnen jetzt an dieser Stelle trotzdem zu Beginn. Woher nehmen Sie die vielen Ideen, um fast jedes Jahr auch mit einem neuen Roman wieder hier zu sein? Das ist genau die Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich nehme nicht Ideen, die kommen zu mir. Also meine Ideen nehmen mich ein, das ist immer wie so ein feindlicher Übergriff. Und dann sind Sie einfach da und dann müssen Sie auch drauf losschreiben. Dann bin ich mitten in der Geschichte drin. Okay. Und dann ist es ja so, viele Leute fragen sich, wenn man so viele Bücher schon veröffentlicht hat, 34 jetzt bei Ihnen, läuft man da nicht auch irgendwann Gefahr, dass sich irgendwas wiederholt? Nein, das versuche ich zu vermeiden. Ich habe keine Serienfiguren, ich muss also wirklich immer wieder bei Null anfangen. Aber gerade das, finde ich, ist das Spannende. Ich möchte nicht mich ständig wiederholen müssen. Wenn ich eine Serienfigur habe, kann ich damit schon mal 200 Seiten füllen, indem ich das wiederhole, was ich in den vorherigen Romanen schon gesagt habe. Wenn ich eine Serienfigur habe, laufe ich als Leser Gefahr, den Anschluss zu verpassen, weil ich vielleicht die ersten zwei, drei Bücher gar nicht kenne. Bei mir können Sie bei jedem Roman einsteigen, wo immer Sie wollen, egal ob Sie mit der Sünderin, dem stillen Herrn Gennadi oder jetzt mit den Schuldlosen einsteigen. Sie verpassen nichts, Sie lesen das und wenn es Ihnen gefällt, kaufen Sie sich vielleicht das Nächste. Viele meiner Leser sagen, es macht süchtig, das ist aber dann, bitteschön, nicht meine Schuld. Ich habe auch keinen Waffenschein für die Teile. Danach bin ich auch schon gefragt worden. Haben Sie vielleicht auch mal Interesse daran, eine Reihe zu schreiben oder überhaupt Nein. gar nicht? Nein, nicht. Also Wiederholungen reizen mich nicht, die mag ich nicht lesen und die möchte ich auch nicht schreiben. Ich habe nur einen Kommissar, den ich in drei verschiedenen Romanen eingesetzt habe. Vielleicht kommt er auch irgendwann noch ein viertes Mal. Das liegt halt daran, dass er in Bergheim arbeitet und da möchte ich ihn auch nicht versetzen. Der möchte da sitzen bleiben. Also wenn ein Kriminalfall in meiner Gegend spielt, ist Klinkhammer wieder am Zug. Nun interessiert ja auch viele Menschen, wie ist Ihre Herangehensweise bei einem neuen Projekt? Wenn eine neue Idee kommt, wie arbeiten Sie dann? Ja, dann schreibe ich. Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Antwort. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe, mir wird diese Geschichte erzählt. Ich brauche nur mitschreiben. Das war am Beispiel der Mutter, kann ich es immer ganz gut verdeutlichen. Vera Zardis kam abends beim Zähneputzen. Und zwar komplett. Wir sind ins Bett gegangen und ich habe zu meinem Mann gesagt, du, da ist mir gerade ein Roman eingefallen. Der kennt das Phänomen und hat gesagt, erzähl ihn mir morgen. Im Falle der Schuldlosen hatte ich anfangs diese Idee von der Vorkriegsgeneration. Und daraus hat sich das entwickelt, von Leuten, die Fehler machen, ohne wirklich schuldig zu sein. So interpretiere ich zum Beispiel den Titel Die Schuldlosen. Ich habe jetzt eben schon in einem Interview gehört, dass es hieß, ja, das kann man auch so sagen, ein ganzes Dorf, jeder hat was auf dem Kerbholz, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, weil alle dreschen ja auf Alex ein. Ich lese Ihnen das gleich vor, das nur am Rande. Ja, und Sie schreiben neben Roman auch Drehbücher oder haben Sie geschrieben? Worin liegen die Unterschiede? Ein Drehbuch ist Handlung und Dialog. Beim Roman kann ich mich auf die Charaktere einlassen. Und was macht Ihnen mehr Spaß? Der Roman. Ich schreibe auch seit Jahren keine Drehbücher mehr. Und Sie haben es gerade schon gesagt, Ihr neuester Roman spielt in einem Dorf im rheinischen Garsdorf. Warum haben Sie ausgerechnet dieses Dorf für Ihren Roman gewählt? Dieses Dorf gibt es gar nicht. Das kann irgendein bestimmtes Dorf sein. Ich habe mal gelebt in einem Ort, der hieß Busdorf. Die nächstgelegene Kleinstadt war Griffenbroich und daran ist es angelehnt. Grevingen, die Kleinstadt, Garsdorf, das Dorf. Aber ich kann wunderbar nicht nur Figuren erfinden, ich kann auch wunderbar Landschaften erfinden. Meine allererste veröffentlichte Kurzgeschichte, das war damals die Story im Playboy, die mir den Fuß, das war der Fuß, der mir die Tür geöffnet hat. Die spielt in Amerika. Und der zuständige Redakteur, der das auf den Tisch bekam, hat gedacht, ich käme aus Amerika. Also aus den USA. Und dann habe ich mir, ich war noch nie in den USA. Und dann sage ich, ja, aber diese detaillierten Ortskenntnisse. Ich entschließe, die Orte, die gibt es gar nicht.
hat er mir nicht geglaubt. Er ist sehr glaubwürdig, Ihren Roman und die Ortsbeschreibung. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über das Buch geredet, aber können Sie jetzt unseren Hörern und Zuschauern, die das noch nicht kennen, vielleicht ein bisschen die Grundzüge erzählen? Worum geht es? Was erwartet den Leser, wenn er das Buch aufschlägt? Ja, es geht um die Geschichte von Menschen, die nicht schuldig sind. Jeder macht Fehler. Ich habe schon gesagt, ich fange an mit der Kriegsgeneration, mit Leuten, die jetzt 70, 80, etwas über 80 Jahre sind, die alle schwerst traumatisiert sind. Aber damals kannte man diesen Begriff gar nicht. Die mussten irgendwie funktionieren, die mussten wieder aufbauen, die mussten ihre Kinder erziehen. Natürlich sind Fehler gemacht worden. Das ist meine Generation. Wir sind praktisch fehlerhaft erzogen worden. Wir müssen aber auch wieder zusehen, dass wir klarkommen und unsere Kinder erziehen und es nach Möglichkeit etwas besser machen, wenn wir begriffen haben, was falsch gelaufen ist. Aber viele greifen sie offenbar gar nicht. Ja, es geht also praktisch von der Großeltergeneration bis zu den Enkeln. Ich erzähle über drei Generationen, wobei die mittlere Generation, die habe ich so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Da hat sich dann einer abgesetzt nach Australien. Die spielt dann nicht mehr mit, sonst wären es zu viele Personen. Man wirft mir ja ohnehin immer vor, ich hätte viel zu viel Personal in meinen Büchern. Aber ich finde das durchaus noch überschaubar. Und auch im Dorf, da leben ja doch ein paar mehr als nur fünf. Ich habe gestern auch mit einem Autor gesprochen und wir haben darüber geredet, wie es ist, Figuren, die in einem Roman eine Rolle spielen, wenn die sterben. Mit dem Autor, mit dem ich gestern gesprochen habe, der hat gesagt, das ist für ihn gar kein Problem. Wie ist das bei Ihnen? Werden Sie manchmal auch ein bisschen emotional, wenn eine Person stirbt? Wenn ich die selber umbringen muss, ist das für mich ein Drama. Ich leide mit meinen Figuren. Ich lebe mit ihnen, ich leide mit ihnen. Ich habe schon stundenlang heulend am Computer gesessen. Es gibt in fast jedem Roman eine Stelle, die ich nie öffentlich vorlesen möchte, weil ich genau weiß, dass mir da die Stimme bricht. Dann ist es emotional und also für mich ist ein Krimi nichts, worüber ich mich lustig mache. Ich könnte nicht sagen, Mord ist spaßig. Es bringt immer Leid über Menschen. Und mir sind halt die Perspektiven der Opfer wichtiger als die kriminalistische Aufklärung. Deshalb erzähle ich die Geschichte der Opfer. Und auch der Täter natürlich. Aber viele sagen, dann ist ja gar kein Krimi. Doch, im weitesten Sinne schon. Aber nur im weitesten Sinne. Ja, nun gibt es ja neben den vielen Fans, von denen wir schon was gehört haben, auch die Kritiker. Und bei Amazon kann man sich auch schon die ersten Rezensionen zu diesem Buch ansehen. Und da schreibt zum Beispiel jemand Folgendes, ich lese das jetzt kurz vor. Es passieren Petra Hammesfahr kleine Patzer. Beispielsweise versorgen sich Polizisten an einer Imbissbude, die wegen Todesfall geschlossen ist. Oh, das ist stimmt super, das? Dass Sie das aufgreifen. Ich habe mich ja nicht getraut, den Menschen zurechtzuweisen. Da hat er was übersehen. Die Polizisten kehren regelmäßig in Heikes Kaffeebütchen ein. Ja, das machen Polizisten, wenn die auf Streife sind oder wenn die sich in der Wache verpflegen müssen. Aber nach Heikes Tod kehrt dann natürlich keiner mehr ein. Da wird ein Schild an die Tür gehängt, wegen Todesfall geschlossen. Und einer von den Polizisten sagt zu Heikes Schwägerin, wenn Sie möchten, kann ich das für Sie an die Tür kleben, da müssen Sie nicht nochmal hin. Der kriegt dann von der Kripo gleich eins aufs Dach. Aber es, nach Heikes Tod verpflegt sich da kein Mensch mehr. Das machen die vorher. Also hat der Leser sich auf jeden Fall verlesen. Ich finde das toll, dass Sie ausgerechnet diese Stelle aufgreifen. Ja, aber wie ist das? Wie gehen Sie mit Kritik um? Allgemein. Es gibt auf Amazon auch eine Dame, die sagt, es gibt bei Hammesfahr zwei Möglichkeiten. Entweder man liebt sie, das heißt aber nicht, dass man dann jedes Buch lieben muss. Es gibt auch welche, die ihnen vielleicht nicht gefallen. Oder man mag sie gar nicht. Ich habe keinen 0815-Stil. Man hat mich zu Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, auch von Verlagsseiten abgelehnt, weil es immer heißt, so wie sie schreibt, kein Mensch. Heute bezeichnet man das als einzigartig. Und es gibt Leser, die können sich damit nicht auseinandersetzen. Wie soll ich denn damit umgehen? Dann muss ich denen empfehlen, was anderes zu kaufen. Es gibt ja genug Krimis, die ihnen dann vielleicht besser gefallen. Dann sind sie mit meinen vielleicht ein bisschen überfordert. Das wäre eine Möglichkeit. Aber so, wenn Sie sonst ein neues Buch veröffentlichen oder allgemein bei Amazon, kann ja jeder seine Meinung schreiben. Lesen Sie das? Forschen Sie da mal nach und gucken, was die Leute über Sie schreiben? Oder ist das dann mehr Zufall, wenn Sie das lesen? Nein, ich lese mir das schon durch. Am liebsten lese ich natürlich die 5-Sterne-Kritiken. Die sind auch meistens in der Mehrzahl. Aber ich lese auch die anderen. Haben die dann auch Einfluss auf Sie? Nein. Mich hat dieser Tage jemand auf Facebook angeschrieben, ob es nicht möglich wäre, in einem meiner nächsten Romane mal ein bisschen mehr auf die Interessen der Männerwelt einzugehen. Ein bisschen mehr Action, vielleicht ein paar Monster oder Roboter. Den Herrn muss ich leider auch enttäuschen. Also da warten Sie bei mir vergebens.
Jetzt mal noch eine seichte Frage zum Schluss, bevor Sie dann was vorlesen können. Warum ausgerechnet Krimis? Können Sie sich auch dafür begeistern, vielleicht eine Liebesgeschichte zu schreiben, also ganz ohne Blut, völlig ohne? Ich habe Liebesgeschichten. Also ohne Blut will ich jetzt nicht behaupten. Ich habe zum Beispiel, mein Klassiker wäre Seine große Liebe. Geht es um Bruno. Als der Roman beginnt, liegt Bruno auf dem Bett und ist tot. Aber es ist eine Liebesgeschichte. Dann habe ich Den süßen Sommer, ist eine Liebesgeschichte. Der gläserne Himmel ist eine Liebesgeschichte. Aber es endet bei mir halt immer tragisch. Anders wäre es langweilig.